Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ich bin wieder auf dem Caravansalon 2022. Ja, und jetzt sehen wir hier eine Messeneuheit. Und zwar ist das der Summit Shine 600. Also in einer anderen Länge. Und ihr seht auch den Preis hier mit der Ausstattung. Da liegen wir bei 70.541 Euro. Den Shine kennen wir ja schon. So sieht er von vorne aus. Wir gehen mal einfach mal hinein. Und da seht ihr schon die Möglichkeit des Einzelsitzes. Ja, mit Isofix, also ihr könnt da auch einen Kindersitz befestigen. Das ist überhaupt kein Problem. Der Tisch ist nicht ganz so breit. Den kann man natürlich unten ausdrehen, den Alternativtisch. Schaut ihr, so kann man vom Beifahrersitz aus auch essen. Also in der Regel fährt man ja mit diesem Fahrzeug zu zweit und dann setzt man sich gegenüber und hat dann noch mal eine kleine Abstellfläche. Aber eine dritte Person könnte jetzt hier auch noch sitzen. Ja, ihr seht es, die Bezüge mit Shine abgesteppt. Ich finde hier drinnen in diesem Fahrzeug gibt es eine ganz gute Farbkombination. Mit diesem Holz, mit der Holzimitation unten. Dann haben wir hier die Oberschränke. Und dann habt ihr hier vorne natürlich auch die Möglichkeit, eine Ablage zu zaubern. Schaut mal, hier ist noch ein kleiner Rausfallschutz. Den könnt ihr dann hier auch noch arretieren. Na. So sieht das denn aus. Ja, überall Lampen. Lichtschalter sind hier vorne. Oben ist noch mal eine kleine Beleuchtung für die Eckablage. Und dann natürlich, wie üblich, diese Blende am Fenster. Ja, und wir schauen mal hinein hier. Da seht ihr, da ist die Heizung drin. Hier oben seht ihr das Bedienfeld. Und vorne haben wir gleich den Kompressorkühlschrank, wo man ganz bequem von beiden Seiten rankommt und den Kühlschrank auch von draußen befüllen kann bzw. Kaltgetränke entnehmen kann. Finde ich persönlich eine ganz tolle Sache. Ich habe das ja auch bei mir. Der öffnet zwar nur von der Seite, kann aber ganz weit nach ausklappen. Ihr seht, hier haben wir noch eine Arbeitsplattenverlängerung. Und dann wird die Küche zur L-Küche. Wir haben hier einen schönen Zweiflämmer mit integrierter Abwäsche. Alles sehr kompakt. Dadurch habt ihr natürlich schöne Schnippelfläche links und rechts. Hier noch Ablagemöglichkeiten, eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Und dann geht das natürlich rundum mit diesen Oberschränken. So, die sind jetzt hier gegen Herausfallen gesichert, weil hier eine ganz einfache Klickmechanismus ist. Und so geht das rundum. Oben haben wir noch ein Heki, ein mittelgroßes. Ja, und dann sind wir auch schon am Bett. Wir können da ja gleich mal unterschauen, was sich da verbirgt. Schaut mal, da habt ihr den Kleiderschrank. Hier habt ihr die Gasabsperrhähne. Sieht man von hier oben. Und auf der anderen Seite seht ihr, da habt ihr direkt den Stauraum, da wird nichts vergeudet. Ja, wir haben auf der rechten Seite im Fußbereich kein Fenster, dafür im Kopfbereich und dann etwas höher. Daneben noch die Lichtschalter und die kleinen Leseleuchten, hier noch so eine Ablage drunter. Ja, finde ich ganz gut gemacht. Und dann sind wir auch schon im Bad. Hat eine Lamellentür, so dass keine Tür im Weg steht. Oben Spiegel. Nee, das ist kein Schrank, weil dahinter befindet sich ja gleich die Dusche. Wir haben nur diesen Schrank hier. Schaut mal. Und da oben haben wir die Möglichkeit, die Handtücher oder Klamotten aufzuhängen.
Ja, und dann kann man das Bad ganz einfach schwenken. Und dann haben wir ordentlich Platz, würde ich sagen. Da kann man eigentlich ganz gut drinne stehen. Also ich zeige euch das mal so. Ich bin 1,80 und hier oben ist auch gleich das Heki. Und da seht ihr das. Kann der Wasserdampf immer gleich raus und kann man ganz bequem duschen hier drinne. Mit so einer kleinen Ablage, das kennen wir ja schon. Ja, ein kleines niedliches Waschbecken, hier Lichtschalter und eine 12 Volt Steckdose. 230 Volt wäre da wahrscheinlich besser gewesen für ein Rasierapparat oder Zahnbürste, die man aufladen kann. Ja, und vorne, klar, nur noch Fiat Ducato 8. Das Cockpit kennen wir schon. Ich kann euch ja gerne das nochmal verlinken, die Bedienung. Da seht ihr die Bedienung für die Webasto Dieselheizung. Das hier unter war die Gastherme. Ja, hier oben ist jetzt die Messeleuchte drin. Aber da haben wir natürlich ein großes Heki drin. Und ihr seht hier auch die LED-Beleuchtung. Sorgen für richtig gutes Licht. Ja, das Fahrzeug steht auf 16 Zoll Alufelgen. Original Fiat. Ja, und ihr seht, ich habe hier schon mal einen Klapprad reingestellt, damit ihr mal ungefähr seht, wie viel Platz da ist. Das liegt jetzt quer drinne. Und dann könnt ihr hinten noch Kartons laden. Und darunter könnte man eigentlich auch Kisten stellen. Ja, ich nehme das mal hinaus. Das ist ein E-Bike-Klapprad, ca. 17 Kilo schwer. Also habt ihr auch nicht so eine Probleme mit dem Beladen. Das ist von MyVelo, das Zürich, das ich jetzt gerade bekommen habe. Ja, und dann haben wir unten, linke Seite, seht ihr von hier, kommt das Frischwasser rein. Dahinter befindet sich der Tank. Und auf der rechten Seite kommt man leider nur von innen an den Gaskasten. Also da müsste man ein bisschen was rausräumen, um an die Gasflaschen zu kommen. Aber das Fahrzeug hat ja eine Dieselheizung. Da müsst ihr auch nicht so oft dran. Ne? Und dann seht ihr, hier hinten haben wir richtig gut Platz. Wir haben rundherum Verdunkelung mit Rollo. Der Vorteil bei den Rollos, könnt ihr auch noch mal ein bisschen in Lüftungsstellung bringen. Wenn ihr hier mit den Ellbogen reinkommt während des Schlafens, macht ihr nicht gleich alles kaputt, als wenn das Papier Plissés sind. Ich messe für euch mal das Bett aus. Wir haben hier eine Breite von ca. 1,56 m im Kopfbereich und im Fußbereich sind es 1,48 m. Jetzt werden wir mal sehen, wie lang das hier wird. Ich messe es mal unterm Fenster. Das müsste schon passen, dass man da mit dem Kopf hinpasst. Und da haben wir 1,94 Meter. Das ist doch ganz stattlich für einen Querschläfer. Ich denke mal, das ist ein ganz interessantes Fahrzeug für zwei Personen. Und man hat genügend Platz. Man hat Platz in der Nasszelle zum Duschen. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und dann schauen wir uns gleich nochmal den Summit 600L an.